Herzlich willkommen zur Hopo Late Night mit ihm und mir. Hey Magnus, haben wir vielleicht ein bisschen ein schlechtes Timing, weil wir haben ja nicht mal einen Stupa-Präsi, über den wir ablästern könnten. Das kann vielleicht sein, aber dafür geht's in der Hopo gerade drunter drüber. Und wir schaffen hier Fakten, Fakten, Fakten. Gibt's denn überhaupt was Neues? Schauen wir doch mal. Hallo meine lieben Stupiden, willkommen zur heutigen Sitzung. Heute stehen 42 Punkte auf der Tagesordnung, durch die wir uns in den nächsten 4 bis 6 Stunden zu graben haben. Also 6 bis 10 Minuten für jeden Top. Ich kringle mich jetzt schon vor Entzücken. Möge die Debatte um die Tagesordnung beginnen. Ich plädiere dafür, den Haushalt des Bauernhofs nach hinten zu verschieben. Wir Tiere sollten viel eher mal über die Qualität des Grases in der Scheune debattieren. Das Grasangebot ist nämlich schlichtweg inakzeptabel. Ach, da. Aber der Haushalt steht jetzt schon seit 3 Monaten auf der Tagesordnung. Eine erneute Verschiebung des Tops halte ich für äußerst suboptimal. Nö, eigentlich alles beim Alten. Naja, die Legislatur fing ja aber auch schon gut an. Einige Stupistinnen wurden so erfolgreich in den Medienausschuss gewählt, wie Friedrich Merz an die CDU-Spitze. Naja, aber so unsauber wie bei unserer Präsidiumswahl lief das dann doch nicht ab. Stimmt, erst beim Haushalt dann wieder. Apropos Haushalt, wer macht eigentlich beim Aster sauber, wenn die in Betriebsferien sind? Betriebsferien? Also andere Leute sagen dazu dann Präsidiumsarbeit. Ist ja eigentlich ganz gut, dass sie sich dann einen externen Berater geholt haben. Da ist das gesamte Stupa wohl auf einer Linie mit der FDP. Lieber gar keinen Präsidenten als einen schlechten Präsidenten. Ja, aber ehrlich gesagt, es gibt ja auch recht wichtigere Themen in der Hopo. Ja, zum Beispiel, dass die identitäre Bewegung im Senat sitzt. Was? Nazis im Parlament? Sowas gibt's doch sonst nur in Sachsen. Oder im Osten. Ist das nicht ungewohnt für die, so richtig mit Menschen zu debattieren? Naja, und normalerweise verhaften die sich ja lieber selber, bevor sie mit anderen Menschen debattieren müssen. Lukas, kannst du die Technik machen? Ja, klar, kein Problem. Danke. So, hier haben wir den. Ja, wie immer, ne? Läuft wieder. Na dann, das ist ja auch gut, dass die Verdienstmedaillen an 2 Moritz-Leute gehen. Und weil es so schön war, hier nochmal das Video von der letzten Stuba-Sitzung in voller Länge. Und fordere eine Personaldebatte. Du bist doof. Nee, du bist doof. Du bist doppelt doof. Nee, du bist doof. Du bist doppelt doof. Ihr seid alle doof. Es ist schön zu sehen, dass wir über dieses Thema sprechen. Ich finde die Argumente von Kröte ziemlich einleuchtend. Die Argumente vom Stallburschen sind auch nicht von der Hand zu weisen. Das haben wir doch gut diskutiert. Ehrenwerter Wurm, ich finde, wir sollten alle unsere Freude über das Aufgreifen dieses Themas kundtun. Sieht das jemand anders? Das sehe ich nicht. Oh, nur noch 1 Stunde. Gut, dann sage ich mal, der Stallbursche bekommt heute kein Abendbrot und wir machen weiter. Nächster Top, Finanzanträge. Huch, da hatten wir jetzt aber einen alten Einspieler. Na gut, aber passt ja trotzdem. Na dann kommen wir jetzt zur Trendwelle Hopo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Trendwelle Hopo. Das sind die In- und Outs, die Ups und Downs der Hochschulpolitik aus dem Jahre 2018. Lieblingsredebeitrag? Okay, dann machen wir jetzt eine Pause bis 8:15. In, Verbindungen und Burschenschaften, out, ein politischer Aster. Und jetzt die Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Nummer 10. Ich habe alle Aster-Berichte gelesen. Und jetzt Nummer 9, der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Uni ist mir wichtiger als mein Mandat. Und jetzt Nummer 8, der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat.
Ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein AStA-Referent nur 10 Stunden in der Woche arbeiten möchte. Und jetzt Nummer 7 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Die Moritz-Medien bekommen wirklich zu wenig Geld. Und jetzt Nummer 6 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Wir würden niemals im Block abstimmen. Und jetzt Nummer 5 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Die VV-Beschlüsse sind geschriebenes Gesetz. Und jetzt Nummer 4 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Lieber Moritz Medien als gar kein Moritz. Und jetzt Nummer 3 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Lieber in Abwesenheit wählen als ein unbesetztes AStA-Referat. Und jetzt Nummer 2 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Nach 9 Stunden Sitzung bin ich wirklich nicht mehr in der Lage, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und jetzt Nummer 1 der Top 10 Sätze, die ein Stupist noch nie gesagt hat. Das war eine wirklich produktive und erfolgreiche Sitzung heute. Und jetzt die Hashtags des Jahres. Hashtag NoPresident. Hashtag NoFacebookPage. Hashtag nicht gewählt, scheißegal. Und nun die Moritz Mahler. Moritz Mahler. Mhm. Kasten? Ja. Haus? Ja. Menschen? Mehrere Menschen? Party? Gartenparty? Keine Party. Stupa? Mhm. Strich. Flughafen Berlin. Hm. Irgendwas Langes. Jetzt. Aha. Mondlandung. Was Innovatives. Wahlen. Irgendwas Langes. Beginn einer Stupa-Sitzung. Irgendwas. Eine sehr lange Stupa-Sitzung, die nie zu Ende geht. Ende einer Stupa-Sitzung. Zeitung. Viele Blätter. Eine große Zeitung. Mhm. Was hat der AStA damit zu tun? Ah, Verbindungsbroschüre? Kommen wir nun zum besten Teil des Abends. Unserem Gast. Hallo? Hallo? Okay. Hallo? Hallo. Lukas, ich habe hier ein Verbindungsproblem. Danke. Ja, was gibt's denn? Okay. Die 2 Wochen sind schon abgelaufen? Ist jetzt aber ein bisschen blöd. Wir hatten ja eine Sendung geplant. Ja gut, dann müssen wir halt so gucken. Ja, tut uns leid. Das wird leider heute nichts. Unser Gast hat gerade die Kooperation beendet. Dann müssen wir jetzt hier, ja. Können wir jetzt auch gehen, ne? Ja,